Betätigen Sie zum Wechsel des Spannfutters zunächst den Ausklinkmechanismus und nehmen Sie die Backen heraus. Drücken Sie dann zum Überbrücken der Sicherheitsfunktion den Raststift der Keilstange nach unten und ziehen Sie den Ausklinkschlüssel ab. Drehen Sie als nächstes die Ringschraube ein und sichern Sie das Spannfutter am Kran. Lösen Sie dann die Befestigungsschraube der Schutzbüchse und holen Sie die Schutzbüchse mit einer Schraube über das Abdrückgewinde heraus. Entnehmen Sie die Befestigungsschrauben des Drehfutters. Drehen Sie dann als letztes den Zugrohradapter mit Hilfe des Montagewerkzeugs von der Spindel.